überlegt, dann sagt man ja eigentlich. Familie Hofwimmer führt ein Gasthaus in Wels. Heute lehnen sie sich zurück und spielen Gäste. Das sind die neuen Chefs, die Schüler der Tourismusschule Bad Leonfelden. Meine Lieben, wir platzieren also in einer Viertelstunde ungefähr. Geht's los. Wir haben schon relativ bald angefangen zum Planen. Meine zweite Küchenchefin und ich haben da die Bestelllisten geschrieben, haben das Menü geschrieben. Wir haben eben mit unseren Lehrern haben wir sie beraten, was alles noch gemacht gehört. Ich war beteiligt an der Menüauswahl, dass wir eben da schauen, dass wir regional und saisonal heute auf den Teller bringen. Dann natürlich auch Sachen wie die Tischdeko. Genau, und dann auch verschiedene administrative Tätigkeiten. Ich muss sagen, ich finde es jetzt sehr, sehr angenehm. Ich habe mir es anders erwartet, dass es mir schwerer fällt, da die Schüler agieren zu lassen. Bitte einmal in den Kühlraum und einfach in die Dosen. Passt. Danke. Schule macht Wirtshaus, ein Gemeinschaftsprojekt der Tourismusschule Bad Leonfelden, der Wirtschaftskammer Oberösterreich und der Kultivierte. Weil wir natürlich damit viele, viele Absolventen in der Branche halten nach Beendigung ihrer Schullaufbahn. Und das ist die Zielsetzung. Sie können ja international überall arbeiten, aber sie können auch bei den Wirten den Ort übernehmen. Und genau das machen wir heute abends, dass die Schüler ihre Leistungen zeigen. Ja, das ist natürlich weit weg von der Theorie. Das ist absolute Praxis und eine absolute Herausforderung. Und ganz ehrlich, wer das macht, der kann schon was. Wirtshauspraxis ist anders als der Schulalltag. 24 Schüler der Tourismusschule Bad Leonfelden servieren und kochen ein Vier-Gänge-Menü mit Wein- und Bierbegleitung. Auf die Jungen kommt zu, dass man jetzt nicht nur bei den Gästen sein darf, sondern dass man jetzt von der Kalkulation beginnend über das Menü schreiben, Einkauf, dass man weiß, wie man das Ganze abstimmt mit den Getränken und so. Das heißt, Wirtshausleben, so wie man es dann in Zukunft führen kann. 7000 Gastronomie- und Hotelleriebetriebe gibt es in Oberösterreich. Sie beschäftigen 21.000 Mitarbeiter. Um ihre Jobzukunft brauchen sich diese Schüler wohl keine Gedanken machen. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Anfragen wir fast täglich bekommen von Betrieben, die Absolventen suchen. Wir vermitteln das auch gerne. 490 Schüler machen derzeit ihre Ausbildung in Bad Leonfelden. 110 Anmeldungen gibt's fürs nächste Schuljahr. Damit sind die Bad Leonfeldner im österreichweiten Vergleich auf Platz 1, was den Gastronachwuchs betrifft.